Es gibt einen Klassenkampf. Aber es ist meine Klasse. Die Klasse der Reichen, die diesen Krieg führt. Und wir sind dabei, ihn zu gewinnen. Warren Buffett, Milliardär. Dies ist die Geschichte eines Systems, das auf individuellem Gewinnstreben und unternehmerischer Freiheit beruht. In einem solchen System ist die Konzentration von immer mehr Reichtum in den Händen einiger weniger unvermeidlich. Um das zu regulieren, haben die USA einst beschlossen, Monopole zu verbieten und Reichtum zu besteuern. Doch in den vergangenen 40 Jahren scheint der amerikanische Kapitalismus außer Kontrolle geraten zu sein. In allen Bereichen der Wirtschaft haben sich dort enorme Kapitalkonzentrationen gebildet. Sie lähmen jede Form von Wettbewerb, ohne dass es eine spürbare Reaktion der Politik gegeben hätte. Und so zahlen 722 US-Milliardäre und 22 Millionen Millionäre ganz legal weniger Steuern als ihre Sekretärinnen. Eine Situation, die so absurd ist, dass sie sogar von einigen Millionären angeprangert wird. We need to do for the sake of the country is to tax folks like ourselves more. Ein Vorschlag, der interessante Reaktionen auslöst, wenn diese Millionäre mit Moderatoren konfrontiert werden, die selbst Millionäre sind. We are all feeling like we can pay more taxes. So why don't you pay more? Why don't you? It doesn't work. It works when the collective does it. That's the point. No, it works when you force people like me to pay more. I don't want to pay anymore. I pay enough already. Why don't you pay? Innerhalb von 4 Jahrzehnten haben die Reichen Amerika in Besitz genommen. Genauer gesagt, sie haben es wieder in Besitz genommen. Denn diese Geschichte beginnt schon vor 120 Jahren. Heute Abend werden die 400 reichsten New Yorker Familien zu einem Kostümball gehen und die europäische Aristokratie nachahmen. Für den Anlass wurde das Astoria angemietet, New Yorks größtes Hotel. Und laut der New York Times könnte das Budget für diese Superparty 6.000 New Yorker Familien ein Jahr lang ernähren. Eine Enthüllung, die die Polizei ernsthaft beunruhigt, da viele New Yorker nicht genug zu essen haben. Die Stadt hat 800 Polizisten mobilisiert, um die Schaulustigen auf Abstand zu halten, die zum Eingang des Nobelhotels gekommen waren, um die kostümierte Upper Class zu sehen. Thank you.
Im Astoria ist heute Abend keine Guillotine erlaubt, bemerkt ein Teilnehmer ironisch. Dabei sind mindestens 50 Marie Antoinettes anwesend. Nachdem sie sich durch ihr 28-gängiges Menü geschaufelt, 4000 Flaschen Champagner geleert und sich bis in die frühen Morgenstunden vergnügt haben, überlassen die Gäste das verwüstete Astoria dem gemeinen Volk, dem Personal. In nur 20 Jahren hat eine neue Klasse von Millionären Amerika erobert. Und sie hat nicht die Absicht, es wieder herzugeben. Zu diesen Millionären, die hier zu Beginn des 20. Jahrhunderts karikiert werden, gehören die drei damals mächtigsten Männer der USA. Der erste, John D. Rockefeller, der reichste Mann der Welt. Er begründete seinen Reichtum damit, für ein paar tausend Dollar die Standard Oil zu kaufen. Eine kleine Ölraffinerie in Cleveland, Ohio. In Cleveland gab es damals, um 1870, rund 30 Raffinerien. Eine lästige Konkurrenz, die Rockefeller ausschalten will. Er trifft eine diskrete Vereinbarung mit der Eisenbahngesellschaft, die das Öl von Cleveland in die großen Städte des Nordens transportiert. Da das Öl von Standard Oil nun günstiger befördert wird als das seiner Konkurrenten, kann Rockefeller deren Preise unterbieten. Nach 2 Jahren hat Standard Oil alle anderen Raffinerien in Cleveland aufgekauft oder aus dem Markt gedrängt. Bis das Unternehmen zu einem Koloss geworden ist, der 90% des amerikanischen Öls kontrolliert. Eine Monopolstellung, die es Rockefeller ermöglicht, die Preise in die Höhe zu treiben. New York Times, 27. Dezember 1883. Das Vermögen von John D. Rockefeller wird auf 129 Millionen Dollar geschätzt. Obwohl er das größte Monopol Amerikas leitet, das mächtiger ist als die Regierung selbst, sickert nie eine Information über die Methoden durch, mit denen er die Öffentlichkeit bestiehlt. Indem er dem Land sein Monopol aufgezwungen hat, ist Rockefeller zum meistgehassten Mann Amerikas geworden. In seiner Residenz in Cleveland, immer eine Bibel zur Hand, ist er der Meinung, niemandem Rechenschaft schuldig zu sein, außer Gott. New York Times, 2. Januar 1885. Mr. Carnegie erklärte, dass der Sozialismus die schönste aller Theorien sei. Wenn Sie Sozialist sind, wandte ein Journalist ein, warum haben Sie das Stahlwerk Thomson geschlossen und die Arbeiter ins Elend gestürzt? Das ist die Schuld der Arbeiter, antwortete Carnegie. Sie wollten ihre Löhne nicht senken. Andrew Carnegie, der Stahlkönig. Geboren in Schottland als Sohn eines verarmten Webers, mit 13 Jahren in die USA ausgewandert, mit 29 Direktor einer Eisenbahngesellschaft. Der Archetyp des Selfmade-Mans. Carnegie verkörpert wie kaum ein zweiter ein in den populären Romanen der Zeit immer wiederkehrendes Narrativ, dass in Amerika jeder Millionär werden kann. Seine Geschäfte kommen so richtig in Gang, als er in einem Vorort von Pittsburgh, Pennsylvania, ein hochmodernes Stahlwerk bauen lässt. Die erste von zahlreichen Anlagen, die sein Imperium bilden werden. Aufgrund des immensen Bedarfs der Eisenbahnindustrie ist Stahl ein äußerst lukrativer Markt. Doch Andrew Carnegie denkt weiter. Er ist überzeugt, dass dank seiner Stahlträger die amerikanischen Städte bald in den Himmel ragen werden. Pittsburgh,
wird zum Sinnbild für industrielle Dynamik. Andrew Carnegies Erfolg sprengt jeden Rahmen. Aber er stellt sich Fragen. Welchen Sinn soll sein gigantisches Vermögen haben? Warum er und nicht ein anderer? 1889 legt er in einem Aufsatz seine Überlegungen dar, die in den USA auf großen Nachhall stoßen. Das Evangelium des Reichtums, so der deutsche Titel. Ungleichheiten sind natürlich und sogar vorteilhaft, erklärt er, denn nur die Fähigsten können reich werden. Aber der Millionär hat die Pflicht, sein Vermögen sinnvoll zu nutzen. Und er darf nichts an seine Nachkommen vererben. Erben sind grundsätzlich unfähig. Der Millionär muss sein gesamtes Vermögen dazu verwenden, öffentliche Bibliotheken zu bauen, Universitäten und Krankenhäuser zu finanzieren oder andere philanthropische Aktivitäten, die er für sinnvoll hält und die der Gemeinschaft nützen. Lassen wir die Reichen so reich wie möglich werden, damit sie ihr Geld so gut wie möglich verteilen können. Das ist das Evangelium nach Carnegie. John D. Rockefeller hat soeben der Universität von Chicago $1 Million gespendet. Mr. Rockefeller, der in Talar und Doktorhut gekleidet war, erhielt ein Ehrendiplom und seine Spende wurde eiligst angenommen. New York Times, 19. September 1889. Das Evangelium des Reichtums wird zur Bibel der US-Millionäre. Es enthebt sie aller Debatten über Ungleichheit, da es verkündet, nicht jeder sei dazu bestimmt, reich zu werden. Auch schmeichelt es ihnen, zum Wohltäter bestimmt zu sein. Und schließlich hat es den großen Vorteil, dass es allein ihnen attestiert zu wissen, was gut für die Gesellschaft ist. Philanthropie wird zu ihrem Nationalsport, wobei das Ziel darin besteht, derjenige zu sein, der am meisten Gutes tut und spendet. Die Zeitungen veröffentlichen jährlich die Rangliste der Geldgeber. Und es ist undenkbar, in diesem Ranking nicht aufgeführt zu werden. Wenn Sie fragen, wie viel es kostet, dann können Sie es sich nicht leisten. John Pierpont Morgan. J.P. Morgan, der Bankier. Er wird oft als Marineoffizier karikiert, weil er sich gern auf dem Korsaren zeigt, seiner 50-Meter-Yacht. Und auch deshalb, weil 9 von 10 Migranten auf einem Schiff nach Amerika kommen, das ihm gehört. Er nutzt seine Nase, die durch eine genetische Krankheit verformt ist, um seine Gesprächspartner einzuschüchtern. J.P. Morgan hasst Journalisten und Fotografen noch mehr. Die Marine, das ist er. Der Zug, die Elektrizität, die Kohle, der Telegraph, das ist er. Einzig auf Carnegies Stahl und Rockefellers Öl hat er keinen Zugriff. Er ist so mächtig, weil er der einzige Amerikaner ist, der das Vertrauen der Finanziers in London, Paris und Berlin genießt. Die wenden sich, angelockt von den stratosphärischen Gewinnen, die in Amerika erzielt werden können, wie selbstverständlich an ihn, um zu investieren.
Die Bank Morgan & Company mit Sitz in der Wall Street 23 ist der Schlüssel zur industriellen Revolution der USA. Sie ist Kreditgeber, Aktionär und inoffizielle Zentralbank der Vereinigten Staaten. Die wichtigsten Geschäfte wickelt J.P. Morgan jedoch in seinem Herrenhaus Madison Avenue 231 ab. Dort ruft er auch die Eigentümer der Eisenbahngesellschaften zusammen, die sich einen für ihre Unternehmen ruinösen Preiskrieg liefern. Ihre Unternehmen gehören meinen Kunden, fährt er sie an, bevor er sofortige Fusionen fordert, um regionale Monopole zu schaffen, die Preise zu erhöhen und die Gewinne zu steigern. Trotz der Allmacht der Millionäre ist Amerika eine Demokratie, die um zwei große Parteien herum strukturiert ist. Die Republikanische Partei ist die Partei Lincolns, der die Einheit der Union bewahrte. Sie gilt als die Partei der Industriellen und der Geschäftswelt. Die Demokratische Partei steht für alles andere. Sie wurzelt in den ehemaligen Sklavenhalterstaaten des Südens. Aber auch New York ist eine ihrer Hochburgen. Noch ein Millionär im Senat. Mr. Price war nie in der Politik tätig, bis ein Platz frei wurde. Wie er eine Opernloge gekauft hätte, eine Yacht oder irgendeinen anderen Luxus, den er sich leisten könnte. New York Times, 17. Januar 1890. Der indirekt gewählte Senat der Vereinigten Staaten ist zum Club der Millionäre geworden. Ob Demokraten oder Republikaner, seine Mitglieder blockieren jede Gesetzgebung, die ihren Interessen zuwiderläuft. Ein Paradies für Reiche ist entstanden, in dem es keine Einkommens-, Unternehmens- oder Erbschaftssteuer gibt. Kein Arbeitsrecht, kein Streikrecht und keine Bankenaufsicht. Ein Paradies, das vom ununterbrochenen Zustrom neuer Migranten profitiert, die nichts mitbringen außer ihrer Arbeitskraft. Angezogen von den beiden großen Versprechungen des amerikanischen Traums: Freiheit und Wohlstand. Dann bricht eine schwere Wirtschaftskrise über die USA herein. Die Industrie entlässt reihenweise Menschen und senkt die Löhne. Die Gewerkschaften organisieren Streiks und versuchen, Tarifverhandlungen zu erzwingen. Aber die Polizei steht im Dienst der Bosse. Und die Reaktion ist unerbittlich. Wenn die Polizei überfordert ist, pflanzt die Armee die Bajonette auf. Ohne zu zögern, lässt Andrew Carnegie auf die Arbeiter in einem seiner Stahlwerke schießen, um die Gründung einer Gewerkschaft zu verhindern. Die Bilanz: 15 tote Arbeiter. Der Philanthrop behauptet, er habe nur sein Privateigentum verteidigt. Doch einige Journalisten und Intellektuelle protestieren gegen die Gewaltexzesse des amerikanischen Kapitalismus. Sie stehen für eine neue Bewegung: den Progressivismus. Die Progressisten sprechen den amerikanischen Millionären das Recht ab, Vermögen anzuhäufen. Sie seien schließlich keine Aristokraten, die dem Rest der Gesellschaft keine Rechenschaft schuldig wären. Sie werden von etlichen gewählten Volksvertretern unterstützt, die der hemmungslose Zugriff der Millionäre auf die amerikanische Demokratie anwidert.
Die Progressisten entsetzt die soziale Notlage in ihrem doch so reichen Land. Vor allem empört sie die massive Ausbeutung von Kindern. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen von 1896 fordert die Fortschrittsbewegung alle Kandidaten auf, die Tyrannei der Millionäre abzuschaffen. Zum ersten Mal beschließt eine der beiden großen Parteien, sich auf den sozialen Zorn zu stützen, der im Land brodelt. Der Kandidat der Demokraten William Jennings Bryan nimmt die Forderungen der Gewerkschaften und der Progressisten in sein Programm auf, die daraufhin dazu aufrufen, für ihn zu stimmen. 8-Stunden-Tag, Verstaatlichung der Eisenbahnen, Kontrolle der Banken. Zerschlagung der Monopole, eine Einkommenssteuer für die Reichen. Monatelang reist Bryan durch die Vereinigten Staaten. Es gilt, sich zu reformieren oder ein von Millionären korrumpiertes System zu verewigen. Amerika, sagt er, steht am Scheideweg. Bryans Kampagne löst unter den Millionären Panik aus. Es ist das erste Mal, dass die Demokratie ihre Privilegien bedroht. Es gibt sogar durchaus ernsthafte Überlegungen in den Salons der Reichen, das allgemeine Wahlrecht in Frage zu stellen. Die Millionäre sind umso besorgter, als der republikanische Kandidat William McKinley von seinem Landsitz in Ohio aus eine eher unmotivierte Kampagne führt. Doch sein Wahlkampfmanager, der Geschäftsmann Mark Hanna, hat eine Strategie. Es gibt zwei wichtige Dinge in der Politik, sagt er. Das erste ist Geld und das zweite habe ich vergessen. Mark Hanna wird bei den Reichsten des Landes anklopfen und ihnen sagen, die Republikanische Partei ist da, um eure Interessen zu vertreten. Aber das ist nicht umsonst. Carnegie erklärt sich freudig bereit, den republikanischen Kandidaten gegen all jene zu finanzieren, die, wie er sagt, die Gans mit den goldenen Eiern schlachten wollen. Auch J.P. Morgan greift tief in die Tasche und fordert andere Banker auf, es ihm gleich zu tun. Was Rockefeller betrifft, bleibt er sich selbst treu. Wie immer legt er großen Wert darauf, derjenige zu sein, der am meisten gibt. Dank Mark Hanna fließen die Dollars zur Unterstützung des republikanischen Kandidaten in Strömen. McKinley hat 7-mal mehr Geld zur Verfügung als sein demokratischer Konkurrent. Die Republikaner können die größte politische Marketingkampagne organisieren, die es in den USA bis dahin gegeben hat. Die Botschaften sind einfach und wirksam. Handel, Zivilisation und über allem das Versprechen Wohlstand. Mark Hanna kommt auf die Idee, McKinley privat filmen zu lassen und ihn den Wählern als ruhigen und gelassenen Mann zu präsentieren. Es ist der erste Wahlwerbespot der Geschichte. Am Tag nach der Wahl ist der größte Teil Amerikas demokratisch blau. Für die Reform des Kapitalismus. Die grauen Gebiete haben nicht mitgestimmt. Sie sind noch keine Bundesstaaten. Kalifornien und Oregon, vor allem aber der industrielle Nordosten, das bevölkerungsreichste Gebiet Amerikas, sind republikanisch rot. Was sich bei der Anzahl der Wahlmänner in einem überwältigenden Sieg der Republikaner niederschlägt. 271 zu 176. Die Millionäre haben gewonnen. In den Großstädten des industriellen Nordens leben die meisten US-Bürger mit Migrationshintergrund.
Und die stimmen massiv für den republikanischen Slogan Wohlstand. Während die Wirtschaft die Antrittsrede von Präsident McKinley erfreut begrüßt, lässt die Demokratische Partei die selbstmörderische Strategie fallen, das System in Frage zu stellen. Im selben Jahr geht die Zigarettenmarke Admiral mit der allerersten Filmwerbung neue Wege. Miss Abby Aldrich, Tochter des Senators Nelson Aldrich und John Rockefeller Jr., einziger Sohn von John D. Rockefeller, haben heute in der Sommerresidenz von Senator Aldrich geheiratet. Rockefeller Jr. ist, wie seine junge Frau, sehr an philanthropischen Aktivitäten interessiert. New York Times, 10. Oktober 1901. Nelson Aldrich, nunmehr Schwiegervater von Rockefeller Jr., ist der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat. Kein Bundesgesetz kann ohne seine Zustimmung verabschiedet werden. Er ist so mächtig, dass die Zeitungen ihn als Generalmanager der Nation bezeichnen. Mit der Vereinigung ihrer Nachkommen verfolgen der reichste Mann der Welt und der einflussreichste Politiker Washingtons eine traditionelle Klassenstrategie und legen den Grundstein für eine Dynastie, die Amerika über Generationen hinweg beherrschen wird. Rockefeller-Enkel stellen drei Gouverneure, einen Chef der größten Investmentbank Amerikas und einen Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten. Und alle wollen sich als große Philanthropen, als Wohltäter einen Namen machen. Während Rockefeller und Aldrich vor dem Standesamt fusionieren, bietet J.P. Morgan Andrew Carnegie an, dessen Stahlimperium zu übernehmen. Die beiden Titanen treffen sich. Carnegie legt seinen Preis auf einem Stück Papier fest, das er Morgan reicht. 480 Millionen Dollar. Das ist mehr als Rockefellers Gesamtvermögen. Herzlichen Glückwunsch, Andrew. Sie sind jetzt der reichste Mann der Welt, antwortet Morgan, ohne auch nur zu verhandeln. Sie hätten auch für 100 Millionen mehr zugestimmt, nicht wahr, JP? Ganz recht, Andrew. Der reichste Mann und nunmehr reichste Rentner der Welt widmet sich ganz der Gemeinnützigkeit und ist als Gönner überall gern gesehen. J.P. Morgan spielt weiter sein Lieblingsspiel. Morgan fusioniert das ehemalige Carnegie-Imperium mit anderen Stahlunternehmen und tauft das Ganze U.S. Steel. Das Unternehmen stellt eine Kapitalkonzentration dar, wie es sie in den USA nie zuvor gegeben hat. Es wird an der Wall Street mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet. Mit 213 Fabriken, 41 Bergwerken und 170.000 Arbeitern produziert US Steel 70% des amerikanischen Stahls. Aber Morgan strebt das absolute Monopol an. Er überträgt das Management des Kolosses an Charles Schwab, einen ehemaligen Carnegie-Mitarbeiter. Er ist der erste amerikanische Arbeitnehmer, der mehr als 1 Million Dollar im Jahr verdient. Dem frisch verheirateten Philanthropen Rockefeller Jr. bietet Morgan einen Sitz im Aufsichtsrat an. Dank des Stahls erfindet sich Manhattan vertikal neu.
Die erste Ikone der selbstbewussten Metropole wird an der Fifth Avenue 175 errichtet. Das Flatiron Building, 87 Meter hoch. Eine architektonische Innovation, die für viele weitere wegweisend wird. Das Equitable Building. Zwei 164 Meter hohe Zwillingsblöcke. Mit seinen 110.000 Quadratmetern Bürofläche verblüfft es sogar seine eigenen Bauherren. Wir haben gerade einen neuen Kontinent geschaffen, sagt einer. Das Singer Building wird mit 187 Metern der höchste Wolkenkratzer der Welt. Aber nur für ein paar Monate. Er wird vom Metropolitan Life Tower abgelöst. Ursprünglich nur ein Versicherungsgebäude, dessen Kubus einen ganzen Straßenblock einnimmt. Bis ihm die Eigentümer 1905 an der Nordwestecke einen 213 Meter hohen Turm aufpfropfen. 7 Jahre später wird selbst der MetLife Tower vom Woolworth Building noch übertroffen. Ein Gebäude, dessen Stil vom Design gotischer Kirchen inspiriert ist. Eine 241 Meter hohe Kathedrale mit 55 Stockwerken, die ausschließlich dem Business gewidmet sind. Mit seiner Skyline sendet New York eine unmissverständliche Botschaft an den Rest Amerikas. Von nun an spielt hier die Musik. Überraschung für die Arbeiter. Ein Schuhfabrikant in New York hat ihnen eine zusätzliche Woche Lohn angeboten. New York Times, 2. Juli 1902. New York ist Schauplatz eines ungewöhnlichen Experiments. Es soll beweisen, dass Progressivismus und Profitstreben nicht unvereinbar sind. Der Schuhhersteller Endicott Johnson, der 10.000 New Yorker beschäftigt, verzeichnet eine derart hohe Kündigungsrate unter seinen Mitarbeitern, dass die Produktivität des Unternehmens dramatisch sinkt. Der Boss Henry Endicott beschließt daraufhin, den 8-Stunden-Tag einzuführen und die Löhne zu erhöhen. Vor allem, um auszuprobieren, was passiert. Innerhalb weniger Wochen gibt es keine Kündigungen mehr. Und die Produktivität der Mitarbeiter, die weniger arbeiten und dafür mehr verdienen, steigt. Während der Schuhhersteller Endicott höhere Gewinne macht als je zuvor. New Yorks Arbeiter stehen Schlange, um einen Job bei Endicott zu ergattern, einem Unternehmen, in dem vergleichsweise sozialer Friede herrscht. In einer Welt, in der es bis dahin üblich war, Arbeiter zu Hungerlöhnen auszubeuten und Streikende zu erschießen, um Profite zu maximieren, ist das so etwas wie eine Revolution. Aber es ist die Entwicklung des Automobils, die den amerikanischen Kapitalismus grundlegend verändert. Das Produkt wird bislang auf handwerkliche Weise hergestellt und ist einer wohlhabenden Kundschaft vorbehalten. Der Unternehmer Henry Ford revolutioniert die amerikanische Industrie, indem er die Mechanisierung der Produktionsketten auf ein bis dahin unerreichtes Niveau steigert. Ford, der für seinen Hass auf Gewerkschaften und seine Verachtung des Progressivismus bekannt ist, hat einige Lehren aus dem Beispiel seines New Yorker Unternehmerkollegen Endicott gezogen. So erhalten die Ford-Angestellten das Doppelte des durchschnittlichen Arbeitslohns. Als Gegenleistung dafür, dass sie sich nicht gewerkschaftlich organisieren und sich dem neuen Arbeitstakt unterwerfen.
Die Massenproduktion ermöglicht es, den Preis für ein Auto zu halbieren. Der Ford T wird zum Standardmodell, das millionenfach vom Band rollt. Und wer ein Auto hat, braucht Benzin. Das wird aus Erdöl raffiniert. Dank des Monopols von Standard Oil macht der Autoboom Rockefeller erneut zum reichsten Mann der Welt. Genauer gesagt, zum ersten Milliardär der Geschichte. Der dritte Vanderbilt Cup wurde mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 96 Kilometern pro Stunde gefahren. New York Times, 7. Oktober 1906. Amerika verändert sich. Als Anhänger progressistischer Ideen ist der republikanische Präsident Theodore Roosevelt der Ansicht, dass die Monopole zu einer Bremse für den Wandel geworden sind. Und er betrachtet sie seit dem Antitrust Act von 1890 als illegal. Ein Gesetz, das endlich durchgesetzt werden müsse. 1906 beschließt Roosevelt, Rockefeller und das Monopol von Standard Oil bei den Hörnern zu packen. Er muss sich gegen Heerscharen von Anwälten behaupten, die der Milliardär mobilisiert. Doch Roosevelt scheut den Kampf nicht. Und so beginnt ein langwieriger Rechtsstreit. Am 14. Oktober 1907 gelingt es einem Journalisten, heimlich Fotos im Inneren der New Yorker Börse zu machen. Die Kurse sind soeben um 50% eingebrochen. Die Panik breitet sich von der Wall Street schnell auf das ganze Land aus. Die Amerikaner räumen in aller Eile ihre Bankkonten, um ihre Ersparnisse zu retten. Den Banken geht das Bargeld aus, das Finanzsystem droht zusammenzubrechen und die gesamte Wirtschaft mit sich zu reißen. JP Morgan ruft alle Banker in seine Villa an der Madison Avenue und präsentiert ihnen wortlos ein Blatt Papier. Auf dem hat er die Summe notiert, die jeder von ihnen persönlich wieder in das System einspeisen muss, um die Panik zu beenden. Keiner von euch wird diesen Raum verlassen, bevor er nicht unterschrieben hat, sagt Morgan. Ich kümmere mich um die Pressemitteilung. Bereits am nächsten Tag verebbt die Panik. New York Times, Leserbrief, 26. Oktober 1907. Ausnahmsweise bräuchten wir im Weißen Haus einen Mann, der weder ein Egoist noch ein Politiker ist, sondern ein Geschäftsmann, der wenig redet und weiß, wovon er spricht. JP Morgan for President. Morgan hat gerade beiläufig alle Monopolisten daran erinnert, wer in Amerika die wahre Macht hat. Nach jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen kommt das Gerichtsverfahren gegen Standard Oil endlich zu einem Abschluss. Am 15. Mai 1911 wird durch eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs das Ölmonopol zerschlagen und in 34 konkurrierende Unternehmen aufgeteilt. Am Vermögen der Rockefellers ändert sich dadurch nicht viel. Es gibt keine Geldstrafe. Und die Aktionäre des ehemaligen Monopols werden automatisch zu Aktionären der 34 neuen Ölgesellschaften. Ermutigt durch diesen ersten Erfolg greift die Regierung nun das von JP Morgan aufgebaute Stahlimperium an. Hier halten die Rockefellers ebenfalls beträchtliche Aktienanteile. Das Justizministerium leitet ein Verfahren gegen US Steel ein. John Pierpont Morgan, John D. Rockefeller und John Rockefeller Jr. werden offiziell beschuldigt, gegen den Antitrust Act verstoßen zu haben. New York Times, 27. Oktober 1911.
Während seine Anwälte die Verteidigung des Monopols von US Steel vorbereiten, beschließt JP Morgan, den Hauptsitz von Morgan & Company abzureißen, weil ihm der Baustil nicht mehr zusagt. Wie im Fall von Standard Oil zieht sich das Gerichtsverfahren in die Länge, geht von Urteil zu Urteil in die Berufung, um schließlich vor dem obersten Gerichtshof zu landen. Doch diesmal ist die Justiz nicht nur langsam, sondern auch überaus zögerlich, wenn es darum geht, Amerikas größtes Stahlimperium zu zerschlagen. Wie JP Morgan glauben viele, dass Industriegiganten gut für das Land sind und dass die Konzentration von Kapital ein Naturgesetz ist. Inzwischen ist der neue, tresorartige Firmensitz fertiggestellt. Das Verfahren gegen US Steel wird am Ende eingestellt. Der alte Banker wird das nicht mehr erleben. JP Morgan ist tot. Die Welt erweist ihm die letzte Ehre. Morgan Jr. ist seit langem darauf vorbereitet worden, seine Nachfolge anzutreten. Die Märkte bleiben ruhig. New York Times, 1. April 1913. 5 Monate zuvor haben die Amerikaner zum ersten Mal seit 20 Jahren und zum zweiten Mal überhaupt einen Demokraten ins Weiße Haus gewählt. Ein Progressist, der im Kongress von einer neuen, ebenfalls fortschrittlichen Mehrheit unterstützt wird und entschlossen ist, die Umklammerung des Landes durch die Millionäre zu lockern. Erste Maßnahme: die Gründung einer amerikanischen Zentralbank. Eine Institution, deren Funktion bis dahin JP Morgan's Bank wahrgenommen hatte. Zweitens, eine Verfassungsänderung sieht vor, dass die Senatoren ab jetzt direkt gewählt werden müssen. Sie soll verhindern, dass sich die Millionäre ihre Sitze wie bisher einfach kaufen können. Drittens wird nach einem 30-jährigen Kampf der progressistischen Bewegung Kinderarbeit verboten. Und schließlich müssen die reichsten 4% der Amerikaner nun eine Einkommenssteuer zahlen, mit einem Spitzensatz von anfänglich 7%. Das zielt ausdrücklich auf die großen Vermögen ab, allen voran auf das Rockefellers. Doch der Milliardär findet prompt einen Weg, um der Steuer zu entgehen. Der Senat hat das Gesetz verabschiedet, das Rockefellers Philanthropie anerkennt. Die Rockefeller-Stiftung ist damit in der Lage, Gelder zu erhalten und über sie zu verfügen, um, Zitat, das Wohlergehen der Menschheit weltweit zu fördern. New York Times, 15. April 1913. Beschuldigungen gegen Rockefeller und Carnegie-Stiftungen. Senatoren werfen ihnen vor, die Wohltätigkeit zu kommerzialisieren und aus ihr ein Geschäft zu machen. New York Times, 6. Mai 1913. John D. Rockefeller und Andrew Carnegie nutzen ihren Einfluss im Kongress, um zu erreichen, dass der Philanthropie gewidmete Mittel von der Einkommenssteuer befreit werden. Und sie setzen sich durch. Wohltätigkeit ist nun ein Steuerschlupfloch, das es amerikanischen Millionären ermöglicht, so viel Geld wie sie wollen, auch ihr gesamtes Vermögen, einschließlich ihrer in Europa erworbenen Kunstwerke, in Stiftungen zu transferieren. Unabhängig von den Mehrheiten im Kongress sind es in wichtigen Angelegenheiten immer noch die Reichen, die in Amerika die Gesetze machen. Im April 1914 sind die Bergarbeiter in Ludlow, Colorado, seit Monaten im Streik. Sie fordern die Anerkennung ihrer Gewerkschaft, was Rockefeller Jr., der Hauptaktionär der Mine, ablehnt. Die zumeist mitteleuropäischen Migranten sprechen kaum Englisch und besitzen nicht die amerikanische Staatsbürgerschaft. Die Nationalgarde von Colorado glaubt, ungestraft handeln zu können. Die Soldaten stürmen das Lager der Streikenden und setzen es in Brand. Sie erschießen 13 fliehende Bergarbeiter. Und in den Trümmern werden die verkohlten Überreste von 11 Kindern und 2 Frauen entdeckt. Am nächsten Tag fordert eine wütende Menschenmenge vor dem New Yorker Hauptsitz der Rockefeller Enterprises Gerechtigkeit.
Rockefeller Jr. muss sich vor einem Untersuchungsausschuss erklären. Gefahr droht ihm nicht, er ist ein Rockefeller. Aber der Patriarch, der nicht begreifen kann, dass diese Art von Massakern in Amerika nicht mehr hingenommen wird, ist außer sich vor Wut, dass man es wagt, seinen Sohn anzugreifen. Er erklärt öffentlich, dass er nichts Falsches daran findet, auf Gewerkschafter zu schießen, und zieht damit den einhelligen Zorn der Presse auf sich. Rockefeller ist zutiefst verwundert und gibt noch mehr Geld für philanthropische Zwecke aus, um von der Affäre abzulenken. Da wird das Ludlow-Massaker durch eine Nachricht verdrängt, die so dramatisch ist, dass die Wall Street den Aktienhandel aussetzt. Auch wenn die USA offiziell neutral bleiben, wirkt sich der Erste Weltkrieg schon bald auf das Leben der Amerikaner aus. Eine brutale Inflation schmälert ihre Kaufkraft. Kaufhausbesitzer und Lebensmittelhändler zerbrechen sich den Kopf, wie sie ihre Waren auch weiterhin absetzen können. Einkäufe machen die meisten Amerikaner zu dieser Zeit, indem sie einem Lebensmittelhändler eine Liste mit Bestellungen übergeben. Der stellt dann die gewünschten Waren zusammen. Ein langsames und vor allem personalintensives Prozedere. Der Lebensmittelhändler Clarence Saunders erfindet daraufhin ein neues Konzept, das er Piggly Wiggly nennt. Das bedeutet zwar nichts, aber der Klang der Worte gefällt ihm. Im ersten Piggly Wiggly in Memphis, Tennessee, stöbern die Kunden selbst durch die Regale, füllen ihren Einkaufskorb und gehen schließlich zur Kasse. Als Gegenleistung für ihre Mitarbeit zahlt die Kundschaft weniger als anderswo. Die Zahl der Kunden steigt nicht nur um das 20-fache. Saunders stellt auch fest, dass jeder mehr kauft als in einem herkömmlichen Lebensmittelgeschäft. Auf ihren Wegen durch die Warenauslagen lassen sich die Kunden immer wieder zu Impulskäufen hinreißen. Der Erfolg von Piggly Wiggly ist so groß, dass das Unternehmen innerhalb weniger Jahre 2600 Filialen eröffnet. Clarence Saunders hat den Supermarkt erfunden. In den Kinosälen sehen die Amerikaner mit Sorge Bilder eines Krieges, der kein Ende zu nehmen scheint. Und in den sie sich um keinen Preis einmischen wollen. Anders J.P. Morgan Jr. Er bietet an, der britischen und der französischen Regierung Geld zu leihen. Seine Idee? Den Alliierten zu ermöglichen, Stahl auf Kredit zu kaufen, um US Steel auf Hochtouren laufen zu lassen. Morgan Jr. holt ein Konsortium amerikanischer Bankiers mit ins Boot. Bereits 1916 haben Morgan Jr. und sein Konsortium den Alliierten mehr als eine halbe Milliarde Dollar geliehen. Dem Finanzier wird klar, dass eine Niederlage der Alliierten deren Zahlungsunfähigkeit zur Folge hätte. Weder er noch die amerikanische Industrie würden sich in absehbarer Zeit davon erholen. Präsident Woodrow Wilson, der 1916 mit dem Versprechen wiedergewählt wird, neutral zu bleiben, weiß, dass sich sein Land in eine verhängnisvolle Spirale begeben hat. Im April 1917 erklären die USA Deutschland den Krieg. Der Krieg wird als Kampf der Freiheit gegen die Tyrannei dargestellt. Der Wind des Patriotismus weht durchs Land. Der Armee gelingt es mühelos, 2 Millionen Freiwillige zu rekrutieren. Die Propaganda feiert den US-Kapitalismus als das beste System der Welt, das in der Lage ist, den immensen Bedarf der Armee zu decken.
Die Industriellen erleben den Krieg als einen unerträglichen Eingriff des Staates in ihre Unternehmen. Lässt die Regierung doch im Eilverfahren staatliche Werften bauen, in denen die Arbeiter auch noch gut bezahlt werden. Ein unlauterer Wettbewerb und ein Angriff auf die Privatinitiative, der von den Industriellen als Sakrileg angeprangert wird. Schlimmer noch, im Rahmen der Kriegsanstrengungen zögert Präsident Wilson nicht, bestimmte Industrieunternehmen zu verstaatlichen, die den Krieg genutzt hatten, um ihre Preise zu erhöhen. Und im Falle eines Streiks ist es gar eine verkehrte Welt. Von nun an wird der Arbeitgeber zur Verantwortung gezogen und kann für die Dauer des Krieges aus seiner eigenen Fabrik ausgesperrt werden. Um die Rüstungsaufträge zu finanzieren, erhöht die Regierung die Einkommenssteuer drastisch. Da sie aber nur von 4% der Amerikaner gezahlt wird, reicht das nicht aus. Die Lösung ist riskant: massive Kredite bei den einfachen Amerikanern aufzunehmen. J.P. Morgan Jr. und sein Konsortium von Bankern schließen sich mit der Regierung zusammen und starten eine Marketingkampagne. Die Liberty Loans, die Freiheitsanleihen, sind geboren. 4 aufeinanderfolgende Anleihen, die an den Patriotismus appellieren und den amerikanischen Traum beschwören. Erinnern Sie sich an Ihren ersten amerikanischen Schauer der Freiheit? Es ist Ihre Pflicht, amerikanische Staatsanleihen zu kaufen. Zweite Freiheitsanleihe, 1917. Um die Freiheitsanleihen unwiderstehlich zu machen, werden die 3 größten Hollywood-Stars engagiert. Mary Pickford, Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks. Der Erfolg ist gigantisch. 15 Millionen patriotische Sparer finanzieren auf diese Weise mehr als die Hälfte der amerikanischen Kriegsausgaben, um die nach Frankreich entsandten Boys zu unterstützen. Ihr kauft eine Freiheitsanleihe, ich kümmere mich um den Rest. Die Soldaten des amerikanischen Expeditionskorps finden sich in der Hölle des modernen Kriegs wieder. Innerhalb weniger Monate werden mehr als 300.000 von ihnen getötet oder schwer verwundet. Vor allem während der letzten Offensive der Alliierten im Herbst 1918. In der Euphorie des Sieges sind die meisten Amerikaner davon überzeugt, dass ihr Kapitalismus und ihre Demokratie das beste System der Welt sind. Andrew Carnegie starb in seinem 84. Jahr. Der große Philanthrop hatte arm angefangen. New York Times, 12. August 1919. Getreu seinem Evangelium hat Carnegie sein gesamtes Vermögen für Wohltätigkeit ausgegeben. Nicht ohne seiner Tochter Margaret durch die Ernennung zur Verwalterin seiner Stiftung eine auskömmliche Zukunft zu sichern. Nach dem Zwischenspiel des Krieges mit seinem bedrückenden Eingreifen des Staates erlangen die erleichterten Millionäre wieder die Kontrolle über ihr Paradies. Die Arbeiterstreiks, die das Nachkriegs-Amerika erschüttern, werden niedergeschlagen. Anarchistische oder kommunistische Proteste gleich mit. Wer nicht die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, wird in sein Heimatland abgeschoben.
Unter der Präsidentschaft des Republikaners Warren G. Harding greift die Regierung in Washington das Laissez-faire-Prinzip wieder auf und zieht sich aus dem Wirtschaftsleben zurück. Und das Gesetz, das Kinderarbeit verboten hatte, wird vom obersten Gerichtshof für verfassungswidrig erklärt. Einige können abends nach der Arbeit immerhin noch einen Minimalunterricht besuchen. Rockefeller spendet weitere 100 Millionen Dollar. 50 Millionen Dollar werden mit sofortiger Wirkung zur Erhöhung der Lehrergehälter verwendet. Der Rest geht an die Rockefeller Stiftung für das Wohlergehen der Menschheit. New York Tribune, 25. Dezember 1919.